Es ist Vorweihnachtszeit und der Punkt rückt näher, an dem Freunde und Familie sagen: Spiel doch mal ein Weihnachtslied. 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 Darum zeige ich heute, wie man Stille Nacht Schritt für Schritt auf der Gitarre spielt. Und dass man sich dabei nicht so alleine fühlt, habe ich all meine Instrumente zusammengeholt und ein besinnliches Playback zum Mitspielen erstellt. Hi, ich bin der Andi vom Fingerfuchs-Kanal mit Tipps und Übungen, um dir das Gitarre-Lernen zu erleichtern. Beim heutigen Song Stille Nacht habe ich das Ganze so arrangiert, dass man anfangs tief und später dann eine Oktave höher spielen kann. Wenn die hohe Melodie zu schwierig ist, dann kann man es auch vereinfachen, indem man zweimal die tiefe Melodie spielt. Ich würde empfehlen, die Tabs und den Backing-Track gleich zu downloaden, dann kann man währenddessen mitlesen und sich Notizen machen. Der Link ist unten in der Beschreibung. Okay, dann starten wir jetzt mit der Erklärung und am Ende vom Video spiele ich den Song dann einmal von vorne bis hinten durch. Der Song Stille Nacht steht im Dreivierteltakt. Als kleines Intro habe ich die Schlussphrase des Songs gewählt. Der erste Teil vom Lied wird in der ersten Lage gespielt. Das bedeutet, dass der Zeigefinger für den ersten Bund zuständig ist, der Mittelfinger für den zweiten und der Ringfinger für den dritten Bund. Wenn nicht anders erwähnt, dann spiele ich die Noten von oben. Aufschläge werde ich extra ankündigen. Los geht's mit der H-Seite im ersten Bund. Leere G-Seite. D-Seite, zweiter Bund. Leere G-Seite. D-Seite, dritter Bund, Aufschlag. Leere D-Seite. Und der Grundton C auf der A-Seite im dritten Bund. Das ist das kleine Intro, von dem ich gerade gesprochen habe. Und dann geht's los mit der eigentlichen Melodie. G-Seite leer, mit einem Aufschlag im zweiten Bund, wieder leer und D-Seite zweiter Bund. Diese Phrase wird wiederholt. H-Seite dritter Bund, nochmal und H-Seite leer, H-Seite erster Bund, nochmal. Und G-Seite leer. G-Seite zweiter Bund. Nochmal. H-Seite erster Bund. Mit einem Aufschlag die leere H-Seite. G-Seite zweiter Bund. Leere G-Seite. Aufschlag zweiter Bund. Leere G-Seite. Und D-Seite zweiter Bund. Die ganze Zeile wird jetzt wiederholt, es ändert sich nur der Rhythmus im zweiten Takt ganz leicht. Ich mach's mal vor. Und jetzt laute Viertelnoten von oben. Jetzt kommt die H-Seite im dritten Bund. Nochmal. E-Seite erster Bund. H-Seite dritter Bund. Leere H-Seite und erster Bund, leere E-Seite. Und jetzt kommt die Phrase, die wir schon aus dem Intro kennen. Wenn das Video für dich hilfreich ist, würde es mich sehr freuen, wenn du den Daumen nach oben drückst. Übrigens gibt es von mir ein ganzes Paket mit Weihnachtsliedern genau in diesem Stil. Für mehr Infos einfach unten in der Beschreibung nachschauen. Das war jetzt der erste Teil vom Song. Wenn dir das Spielen in der höheren Lage zu schwer ist, dann kannst du bei der Wiederholung die Melodie einfach nochmal unten spielen. Für die zweite Hälfte wechseln wir jetzt die Lage. Und zwar starten wir mit dem Zeigefinger im achten Bund auf der H-Seite. Aufschlag 10. Bund, 8. Bund und mit dem Mittelfinger 9. Bund G-Seite. Genau, lass dich da nicht irritieren, bei mir ist hier ein Doppelpunkt, das ist aber nicht der 12., sondern der 9. Bund bei mir. Dann geht's weiter, dasselbe nochmal.
Jetzt auf der hohen E-Seite im 10. Bund. Und dann im 7. Bund. 8. Bund. Und auf der H-Seite im 8. Bund. Spiele ich jetzt mit dem Zeigefinger. 10. Bund. Hohe E-Seite, 8. Bund. Jetzt rutsche ich mit dem Zeigefinger in den 7. Bund, mache einen Aufschlag. Und jetzt mit dem kleinen Finger im 10. Bund auf der H-Seite. Und jetzt mit Zeigefinger, 8. Bund. Ringfinger, 10. Bund, Aufschlag. Abschlag, 8. Bund. Und G-Seite, 9. Bund. Diese Zeile wird jetzt auch wieder wiederholt. Nur, dass wir im zweiten Takt durchgängige Viertelnoten von oben spielen. Ups, Entschuldigung. Und jetzt wechselte ich mit dem Zeigefinger auf der hohen E-Seite in den 10. Bund. Kleiner Finger 13. Bund. Zurück zum 10er. Und mit dem Zeigefinger jetzt in den 7. Bund. 8. Bund mit dem Zeigefinger. Mit dem kleinen Finger im 12. Bund. Wieder 8. Bund Zeigefinger. Dasselbe auf der H-Seite, da kippe ich jetzt den Finger so um. 9. Bund G-Seite. 8. Bund H-Seite. Und jetzt nehme ich den kleinen Finger, Aufschlag 10. Bund G-Seite. Dann kann ich nämlich jetzt mit dem Zeigefinger im 7. Bund spielen. Und kleiner Finger D-Seite 10. Bund. Die Zeile wird wiederholt.